Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start, heute mit einem separaten Bonus-Upload. Es geht nämlich um Season Nummer 9, die letzte Season in FC 24 vor FC 25. Wir starten gleich mal hier mit der Nachricht direkt rein und schauen uns dann gemeinsam hier in diesem Video, wie jedes Mal, wenn eine neue Season am Start ist, genau diese im Detail an. Also let's go und rein ins Video. Ja, Freunde, wie es gewohnt seid, wenn eine neue Season am Start ist, Doppel-Upload mal wieder am Start. Wie es gewohnt seid, bin ich natürlich auch heute Abend wieder zum 19 Uhr Content für euch am Start, jeden Tag. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, dann auch FC 25. Jetzt haben wir die letzte Season, und zwar Season Nummer 9 in FC 24 am Start. Das schreibt ihr ja erstmal direkt vorweg. Season 9 Preseason beginnt, um dich auf FC 25 Ultimate Team vorzubereiten. Bevor wir reinstarten, Freunde, vergesst nicht, Liebe dazulassen, ihr wisst Bescheid, Support ist kaputt, nehmt euch gerne kurz die 1 Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, für den alle Gruppen, kann auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr neu sein solltet, rund um FC 25, aber natürlich jetzt auch noch kurz 24, nichts mehr zu verpassen, dann gerne kostenlos die Glocke aktivieren. Dankeschön dafür und Support, Freunde, würde meine Tech-Arbeit extrem unterstützen. Weiter heißt es dann, verdiene wöchentliche Erfahrungspunkte, um Season-Fortschritte zu erzielen, das kennen wir, um deine Boni zu erhalten. Wenn du Level 30 der Season 9 Ladder erreichst, erhältst du zusätzlich einen künftigen Bonus für FC 25 Ultimate Team. Und das ist das, was ich auch die letzten Tage euch erzählt habe. Jetzt, wo Footies quasi langsam ausläuft, wir haben jetzt heute Donnerstag, morgen Freitag und dann kommt sehr wahrscheinlich eine Art Pre-Promo in Bezug auf FC 25. Und diese Season deutet genau auf das schon mal hin. Wir gehen rein, gucken uns das Ganze an, nicht irritieren lassen. Ich habe schon 350 XP auf der Uhr, weil ich gerade Rival Rewards kurz abgeholt habe. Und dann gehen wir die Level doch gleich mal direkt durch. Also, Season 9 Preseason ist da und da steht oben schon, um im Ultimate Team des nächsten Jahres ein 84x5er Profi-Pack zu erhalten. In Level 30? Erreiche Level 30 in Season 9? Okay, ich meine, es könnte big sein für nächstes FC 25. Alle Boni untradable. Okay, also wir bekommen, vielleicht ist da auch schon direkt die Irritation und werde ich direkt schon weg sagen. Wir bekommen hier in FC 24 bei Level 1 ein 83x3er Pack. Das heißt nicht, dass wir dieses 83x3er Pack in FC 25 bekommen. Okay, wir gehen das jetzt on detail durch. Also Level 2 gibt uns hier in FC 24 ein 84x2er Pack. Dann haben wir den Choreo, alright. Ein 80x10er Pack Level 4. Ein 85x2er Pack Level 5. 6 Seiten. Und wir haben interessanterweise jetzt komplett einen Monat hier die Season noch am Laufen. 28 Tage. Choreo Nummer 2 bei Level 6. Dann haben wir Level 7 für ein 85x3er Pack. Level 8 ein 85x4er Pack. Dann haben wir Level 9 für eine XL Choreo. Dann haben wir Level 10 für 83x10er Pack. Sieht sehr gut aus. Sehr gutes Reward Pack. 82x20er Pack bei Level 20, bei Level 11, sehr gut. Dann haben wir eine XL-Choreo heute bei Level 12. Level 13 gibt uns ein 86x2er Pack. 5x5er gibt uns ein Level 14. Dann haben wir ein Level 15 eine Wappen. Dann haben wir Level 16 7x2er Pack. 86x3er für Level 17 Reward. Level 18 in den Sternen untradable Choreo, alright. Wieder ein 83x20er Pack, das ist gut. Für Level 19, Level 20 gibt es uns 85x7er Pack. Dann wieder Choreo animiert. Level 21, Level 22 kommt mit einem 78x3er Pack um die Ecke. 85x10er Pack bei Level 23. Level 24 gibt uns Choreo animiert mehrfarbig. Glückwunsch dazu. 84x20er Pack, wieder guter Reward bei Level 25. Und das könnten wir vielleicht jetzt auch zu, ja, zum Clips-Channel vielleicht die jeweiligen Pack-Rewards Level für Level vielleicht immer gemeinsam auf dem Clips-Channel öffnen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Können wir mal gucken, dass wir das vielleicht machen. Level 26, 88x3, oh mein Gott. Alright, wir haben endlich den ersten Spieler. Ich wollte mir echt gerade schon so, ach, das ist die letzte, das ist schon die letzte Seite. Wait a minute, wait a minute. Wir bekommen alle ein R10. Wir bekommen alle Ronaldinho. Also, Moment, warte mal. Also, Level 26, 88x3er Pack. Dann haben wir VIP-Bereich, Meditation. Ist das nicht schon mal gekommen? Der VIP-Bereich? Meine ja. 88x5er Pack, 28er und Level 29 VIP-Bereich. Und dann tatsächlich Level 30. Ein Ronaldinho. Und ich muss euch jetzt ohne Witz, wir haben die letzten Tage auch im Chat drüber gequatscht, bei Twitch. Ungelogen.
jedes zweite Team mindestens gefühlt jetzt in der letzten Zeit von 20 Gegner hatten 15 Ronaldinho. Ohne Witz, genau diese Version am Start. Also den haben auf jeden Fall jetzt schon viele anscheinend im Best-of gezogen während der Footies Time. Insofern, ein Kritikpunkt oder vielleicht sogar zwei. Die Leute, die jetzt hier Ronaldinho schon haben, die interessiert natürlich Level 30 Reward auch nicht. Und eigentlich grundsätzlich, ich gehöre dazu hier auf der Road to Glory, habe ihn auch noch nicht, Ronaldinho. Ganz ehrlich, wenn wir den haben, Freunde, dann haben wir wahrscheinlich noch 2 Tage oder eine Woche, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar 10 Tage, bis FC 25 losgeht. Boah. Und jetzt uns quasi zu locken mit, wenn wir denn Level 30 erreichen in der Season 9, schreibt ihr ja oben, Preseason, und zwar um im Ultimate Team des nächsten Jahres ein 84x5er Profi-Pack zu erhalten und alle Boni sind untradable, weiß ich jetzt nicht, ob es das ist. Ich meine, ja, am Anfang des neuen SC25-Teil freust du dich auf ein 84x5er-Pack, weil ganz ehrlich, da können dann Walkouts mit dabei sein und einfach richtig gute Spieler im Verhältnis zu dem, was du halt direkt am Anfang hast. Insofern ist das auf jeden Fall eine Sache, wo man sagt, okay, darüber könnte man nachdenken. Jetzt geht die Frage raus an euch, Freunde. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr überhaupt Bock, da jetzt noch zu grinden und zu craften? Für mich vielleicht ein wichtiger Punkt wäre jetzt die Frage, wie leicht kommen wir an diese Erfahrungspunkte? Vielleicht kommen wir relativ simpel genau an diese Erfahrungspunkte dran und sind dann viel schneller als jetzt gedacht bei Level 6. Und es ist doch eine ganz leichte Geschichte, weil eben im Endeffekt weniger als 4 Wochen bis FC 25 beginnt, die Season jetzt um die Ecke kommt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, da habe ich mehr erwartet. Und nicht nur das, wir sehen es ja jetzt hier. Wir haben nur reine Pack-Rewards dazwischen, mal so Tifos in dem Sinne quasi zwischen gequetscht, wenn man das mal so sagen kann. Ja, ja, Pack-Rewards, aber Punkt 1, warum sind da jetzt nicht irgendwie High-Rated-Spieler, mehr High-Rated-Spieler zwischen? Und im Endeffekt, das einzig Geile ist halt wirklich Level 30 mit Ronaldinho, der einzig gute Reward, der Rest ist einfach rein, ist SBC-Futter. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir in letzter Zeit durch die Tauscher gegen SBC in den letzten Wochen Footies, wo wir es Best-of hatten, genug Futter von der EA bekommen. Also da muss ich ehrlich sagen, wenn ihr mich gestern gefragt hättet, was würde ich mir wünschen, dann genau das eben nicht, dass wir nur Futterpacks bekommen. Und ja, verstehe ich nicht falsch, 84x20er Weg ist alles schön und gut, ja. Aber ihr dürft ja auch nicht vergessen, weniger als einen Monat, da liegen wir hier schon in FC 25 drin. Und, also ich weiß nicht, da habe ich zu der Pre-Season, Season 9, einfach ein bisschen mehr erwartet. Also, und vor allen Dingen hätte ich doch jetzt zum Beispiel gesagt, wenn wir diese Season machen, dann hätte ich zum Beispiel Checkpoints gemacht, dann hätte ich gesagt, okay, wenn ihr Level 5 erreicht, bekommt ihr dieses Pack. Wenn ihr Level 10 erreicht, bekommt ihr dieses Pack, in FC 25 wohlgemerkt, ja. Aber nur bei Level 30 und dann ein einziges 84x5er Pack für FC 25, also ich sage euch ehrlich, das zieht meine Motivation diesbezüglich definitiv nicht hoch. Gucken wir mal rein, ob es denn schon irgendwas an XP gibt. Seasonal, stimmt, da müsste sein. Also Tagesaufgaben ist klar. Wochenziele, logisch, ist es Donnerstag. Die haben sich refreshed, 450 XP sind es. Und erneut 25 XP als Gruppenreward. Das ist einmal Tagesaufgabe, zweimal abschließen, 3 Schnitt-Tore. Dann 7 Angebote Transfermarkt, 7 Profis anbieten, 5 Siege und 3 SBCs abschließen. Also wieder easy as you like. Und dann haben wir Cream Buff Collection. Meistere diese Aufgabe, indem du Royal Puff Choreo einsetzt und alle Puff Stadion Items zu erhalten. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wait, what? Für Premium Gold Pack. Für Premium Gold Pack untradable. 1 Spiel, 5 Spiele für. Das ist doch verarscht, oder? Beliebige Ultimate, das ist. Das ist jetzt EA, wo uns die EA nimmt uns hier gerade hops, oder? Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder?
No way. Das ist ja verarsche, Freunde. Wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Das kann ich eh doch nicht ernst meinen, oder? Wow. Wow, Freunde. Was ist eure erste Reaction gewesen, als ihr Season 9 gesehen habt? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Und nicht nur ein bisschen. Ja, Freunde, wir halten also fazitmäßig fest, wirklich sinnvoll ist Season Nummer 9 nicht. Denn, wichtiger Punkt vielleicht auch noch, wir wissen gar nicht, wann wir denn genau dieses 84x5er-Pack bekommen. Falls ihr da eine Ahnung habt, ich habe keine Push-Nachricht sonst bekommen hier bei EAFC. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben alle dann Level 30 erreicht, Ronaldinho, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn wir halt eben ein paar Tage vor FC 25 eben dann sind. Wenn ihr vorbestellt habt, habt ihr ab dem 20.09. das Game. Und insofern, ja, eigentlich traurig, dass wir erstens nur einen Spieler in der Season am Start haben und auch am Ende des Tages eben nur ein Pack, was wir uns fürs nächste FC 25 dann eben ergattern können. Ich bin echt enttäuscht. Ich finde es ein bisschen unnötig, sinnlos, weird, komisch, nett, wie ihr es wollt. Ich bin gespannt auf eure Meinung und vor allen Dingen, was habt ihr erwartet? Was hättet ihr lieber gehabt anstelle von dem, was jetzt da ist? Ronaldinho, alles schön und gut, gefühlt hat den aber jeder Zweite und auf der anderen Seite, wie gesagt, nur ein Pack. Also da hätten erst ein paar mehr Packs um die Ecke kommen müssen, meiner Meinung nach, damit meine Motivation jetzt nochmal richtig da gewesen wäre, um hier XP zu grinden. Aber im Endeffekt sehe ich da jetzt eher 4 Wochen Entspannung auf mich zukommen. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle auf FC 25. In dem Sinne, soll es Gewinn sein. Ja, Freunde, ich hätte euch gerne mehr geboten, was die Season nur angeht. Ich kann leider nichts dafür. Ist die AFC. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wir sehen uns dann gerne, ja, heute Abend zum Lotsloh-Content hier an gleicher Stelle wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.